muss eine Gas- oder Ölheizung ersetzt werden, nimmt man heute häufig eine Wärmepumpe, weil die auf wunderbare Art und Weise die Energie vermehren kann. So behauptet man wenigstens. Nun, Sie sehen hier schematisch eine Wärmepumpe mit Erdregister. Das heißt, dieser graue Zylinder hier stellt die Wärmepumpe dar. Dann gibt es hier so einen Sohlekreislauf, mit dem man die Wärme aus der Erde holt. Dann wird die Wärme eben hochgepumpt, thermisch mit der Wärmepumpe. Und dann wird heiß Wasser erwärmt und das fließt dann hier in diesem Heizkreislauf herum. Also ein solches System besteht eigentlich aus drei Kreisläufen, einem meistens Sohlekreislauf, mit dem man die Wärme aus dem Garten oder aus der Tiefe holt, dann einem internen Kreislauf, der dann eben für die Wärmepumpe wesentlich ist oder für das Pumpen wesentlich ist und dann einem dem eigentlichen Heizkreis. Nun, die Temperaturen außen sind insgesamt tiefer als innen, obwohl natürlich hier beim Hineingehen in die Wärmepumpe dann die Temperatur der Sohle wärmer ist als beim Herauskommen, weil die Wärme wird ja hier aufgenommen. Desgleichen beim Heizkreislauf, wenn der sogenannte Vorlauf bringt heißeres Wasser, was dann im Rücklauf zurückfließt. Aber das große Geheimnis ist ja diese Wärmepumpe. Ich habe hier eine schematische Darstellung aus dem Internet. Trüffer-Elektrotech habe ich da notiert. Also ich nehme an, ich darf diese Skizze verwenden, wenn ich die Quelle angebe. Hier sieht man wieder diesen Kollektorkreis, eben das, was vorher im Garten verlaufen ist. Und hier sieht man den Heizkreis, also hier Vorlauf, Rücklauf. Und schematisch gezeichnet dann der interne Kreislauf. Was an gelben Pfählen da ist, das ist der Energiefluss. Also hier kommt Energie aus der Umwelt, hier kommt elektrische Energie dazu und hier geht dann Energie in den Raum hinein. Und was in dieser ganzen Darstellung fehlt, das ist die eigentliche Wärmegröße, die Entropie. Die ganze Wärmelehre, wie man sie heute auch an Schulen erzählt, kommt mir immer ein bisschen vor wie der Sexualkundeunterricht in den 50er Jahren. Das Wesentliche lässt man einfach weg. Nun, ich möchte zuerst einmal ganz kurz noch über den internen Kreis etwas erzählen. Also beginnen wir vielleicht hier beim Verdampfer. Da ist ein Stoff drin. Früher waren das Chlorwasserstoffe, später waren es nur noch Chlorwasserstoffe. Ich glaube, diese Stoffe sind heute alle verboten. In meinem Kühlschrank hat es Isobutan. Also nehmen wir dieses Isobutan als Beispiel. Dann kann man sagen, Isobutan verdampft hier im Verdampfer. Und zwar bei tiefer Temperatur und tiefem Druck. Verdampfen tut dieser Stoff, weil eben vom Kollektorkreis relativ warme Sohle zugeführt wird, auch wenn das nur etwa bei 0 Grad, wenn die Temperatur nur etwa bei 0 Grad liegt. Aber der Druck ist so tief, dass also dieses, sagen wir, Isobutan verdampft. Und dann kommt dieser gasförmige Stoff in den Kompressor, wird hier verdichtet, dadurch steigt die Temperatur und dann im Verflüssiger oder Kondensator gibt dann das Isobutan die Wärme an den, bei hoher Temperatur an den Heizkreislauf ab und geht dann über, wird dann dadurch flüssig durch die Wärmeabgabe und geht dann durch das Expansionsventil und hier wird dann der Druck abgesenkt, dadurch verdampft schon etwas ein bisschen und vor allem die Temperatur sinkt dann rapide durch dieses
durch den wenigen Stoff, der verdampft, und dann geht es zurück in den eigentlichen Verdampfer. Also wenn man sich diese schematische Darstellung so quasi also mit einem Kreuz unterteilt, dann kann man sagen, wenn man hier eine horizontale Linie macht, dann hat man oben gasförmig und unten flüssigen Stoff. Wenn man hier eine vertikale Linie macht, dann hat man hier den Tiefdruckbereich und hier den Hochdruckbereich. Jetzt kommen wir noch schnell zur eigentlichen Wärmemenge. Die Energie ist eigentlich nur eine Buchhaltungsgröße. Die eigentliche Wärmemenge ist die Entropie. Also hier wird vom Kollektorkreis wird Entropie auf das Isobutan übertragen. Dadurch verdampft es. Durch das Verdampfen kann eben das Isobutan sehr, sehr viel Entropie aufnehmen. Dann hier im Kompressor wird das Gas komprimiert. Man kann sagen, die Entropie wird wie hochgequetscht, thermisch. Und dann im Verflüssiger oder Kondensator wird dann die Entropie an den Heizkreislauf abgegeben bei hoher Temperatur. Und dann wird das Ganze, der Stoff zurückgeführt, und im Expansionsventil wird einfach ein bisschen, wird der Druck abgesenkt und ein bisschen des Stoffs verdampft. Hier könnte man natürlich auch eine Maschine bauen, dann könnte man hier noch ein bisschen Energie gewinnen. Soweit zum eigentlichen Prozess. Jetzt schauen wir das Ganze noch etwas schematisch an. Wir können den Prozess, wie er abläuft, an all diesen Wärmepumpen, können wir zerlegen in drei Teilprozesse. Es braucht eben beim Eingang einen Wärmetauscher. Das heißt, die Wärme, sprich die Entropie, muss aus dem Kollektorkreis in den eigentlichen Stoffkreislauf, in den internen Kreislauf, also bei mir war es jetzt Isobutan, übergeführt werden. Dazwischen hat es eben eine Metallwand und die wirkt ja als Wärmetauscher. Im Wärmetauscher fällt die Entropie thermisch hinunter. Das heißt, außen muss es ein bisschen wärmer sein als dann innen, damit die Wärme von selbst fließt. Aber von selbst fließen hat den Preis. Das heißt, es wird Entropie erzeugt. In jedem Wärmetauscher wird Entropie erzeugt und der Energiestrom bleibt erhalten. Dann beim Übergang vom Wärmepumpenstoff, also vom Isobutan, an das Wasser des Heizkreislaufs haben wir wieder einen Wärmetauscher. Auch hier fällt die Entropie thermisch hinunter. Dabei wird zusätzlich Entropie erzeugt und zwar genauso viel, dass die Energie erhalten bleibt. Und im eigentlichen Kreislauf dann intern, also mit Verdampfen und Kondensieren, da wird die Entropie thermisch hinaufgepumpt und da muss, damit die Entropie thermisch hinaufgeht, muss Energie zugeführt werden, hier mit einem Stecker dargestellt. Das ist eben dann die Prozessleistung. Also hier haben wir den zugeordneten Energiestrom durch den Wärmetauscher 1. Und hier haben wir den zugeordneten Energiestrom durch den Wärmetauscher beim Ausgang. Die Entropie nimmt zu, die Energie bleibt erhalten, Entropie nimmt zu, Energie bleibt erhalten. Und im eigentlichen Pumpprozess mit Verdampfen und Kondensieren und Kompression bleibt dann die Entropie näherungsweise erhalten. Wir nehmen hier an, dass die Entropie genau erhalten bleibt. Wir machen also einen sogenannten reversiblen Ersatzprozess. Aber dafür muss dann hier Energie zugeführt werden. Nun schauen wir uns diesen Prozess einmal in den Diagrammen an. Man kann jetzt, ich habe das im Beispiel des Carnotes erklärt, man kann solche Prozesse zurückführen auf Prozesse von homogenen Stoffen, wobei wir zwei Ausgänge haben, einen thermischen und einen mechanischen. Ich nehme jetzt ein kleines Stück aus diesem Isobutan und gehe in Gedanken mit, wie dieses Isobutan im vorher gezeigten Kreislauf herumwandert. Dann können wir den Prozess darstellen im TS-Diagramm. Das heißt, das TS-Diagramm, das hat auf der horizontalen
wird die Entropie dargestellt und auf der vertikalen die Temperatur, zwar die absolute Temperatur in Kelvin. Nun, ein solcher Prozess, das ist jetzt das Kältemittel R134a, das war länger, lange Zeit noch erlaubt, ich glaube, es ist heute auch schon verboten. Ein solcher Prozess kann man jetzt hier in diesem Diagramm darstellen. Und zwar wird im Prozess 1 hier komprimiert, im Prozess 2 setzt die Kondensation ein, im Prozess 3 wird dann entspannt und im Prozess 4 wird dann wieder verdampft. Also nochmal, 1 ist komprimieren, 2 ist kondensieren auf hohem Niveau und dann 3 ist durch das Drosselventil und 4 ist dann das isobare Verdampfen im Verdampfer, also auf der Kaltseite. Die Temperaturen sind hier berechnet oder gegeben worden, 273 beim Verdampfen, das ist 0 Grad Celsius, und 313 beim Kondensieren und hohen Druck. Und das sind also 40 Kelvin Unterschied, das ist quasi die Pumphöhe. Nun, das ist ein reversibler Ersatzprozess für das, was in Wirklichkeit abläuft in so einer Wärmepumpe. Aber man kann jetzt einiges hier herauslesen. Also man kann die einzelnen Prozesse erkennen. Übrigens diese grüne Linie hier, das ist die Phasengrenze. Also auf dieser Seite ist der Stoff gasförmig und auf dieser Seite ist er flüssig. Und in diesem großen Bereich drin ist eben das Zweiphasengemisch fest flüssig. Also beginnen wir noch einmal beim Komprimieren. Beim Komprimieren wird also der vollständig verflüssigte Stoff isentrop komprimiert. Dann steigt die Temperatur und man ist im reinen Gasbereich. Beim Isothermen, also dann Isothermen verflüssigen, geht der Stoff, hier ist er gasförmig, über in den flüssigen Zustand und die Fläche unter der Kurve ist übrigens die abgegebene Wärme. Dann in 3 wird runtergedrosselt, weil es ein irreversibler Prozess ist, nimmt dann hier die Entropie leicht zu und im Prozess 4, da wird dann eben wieder Wärme aufgenommen, also die Entropie von da bis da. Also da sieht man, da ist man so im Zweiphasengebiet drin und hier ist man dann alles gasförmig, damit man komprimieren kann. Und wieder ist die Fläche unter der Kurve entspricht der aufgenommenen Energie. Ich denke, wenn man da ein bisschen dieses Diagramm anschaut, und dann kann man genau verstehen, was thermisch passiert bei einem Wärmepumpe. Die Daten sind aus einem Programm entnommen worden und dann grafisch aufbereitet. Schauen wir uns noch im PV-Diagramm den Prozess an. Also 1 ist komprimieren, 2 ist kondensieren, 3 ist dann wieder eine Isotalpe, weil ja man nimmt ein Drosselventil, dann bleibt die Enthalpie konstant. Was man hier beachten muss, ist beim Komprimieren im offenen System entspricht dann das Integral VdP, also diese Fläche hier ist die Kompressionsarbeit. Dann hier bei der Kondensation wird ja dann die Wärme abgegeben an den Heizkreislauf. Im Prozess 3 die sogenannte Isenthalpe-Prozess, also hier, da sinkt der Druck wieder, aber das Volumen nimmt leicht zu und die Entropie nimmt ja irreversibel zu. Im letzten Prozess haben wir dann wieder eine horizontale Linie, weil im 2 beim Kondensieren und beim Verdampfen bleiben ja gleichzeitig Druck und Temperatur konstant. So viel zu dieser Wärmepumpe.